Hast du schon gehört? Xatar schließt den Goldman Tower. Nachdem scheinbar von etlichen Rappern Drogenpartys im Goldman Tower stattgefunden haben sollen, zieht Xatar jetzt die Reißleine und macht den Laden dicht. Es gab alles, weißt du, Höhen, Tiefen, so, weißt du, emotional und so. Und es gab tatsächlich auch eine sehr weirde Zeit, so. Jeder weiß, meine Beste ist nicht wirklich, weißt du. Und deswegen, aber es geht hier um Verantwortung. Und wir haben ja Verantwortung vielen Künstlern gegenüber und deren Familien gegenüber. Wir müssen hier Konsequenzen ziehen und Verantwortung an den Tag legen und einen Schlussstrich ziehen und den Tower, so wie es ihn, so den Goldman Tower, so wie man ihn kennt, heute begraben. Sind wirklich die Drogenpartys für das Schließen des Goldman Towers verantwortlich oder ist Xatar pleite? Was glaubst du? Schreib's in die Comments. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.